Start der 40. Reisen Hamburg. Erleben Sie noch bis zum Sonntag eine Weltreise der besonderen Art mitten in der Hansestadt. Auf der größten Messe für Urlaub, Kreuzfahrt, Caravaning und Rad im Norden. Ein Jahr lang haben wir jetzt darauf hingearbeitet, jetzt geht's los, wir sind happy, wir gehen davon aus, dass Aussteller und Besucher zufrieden und mit vielen Inspirationen zu uns kommen und dann auch mit gutem Gefühl für den Urlaub uns wieder verlassen. Insgesamt haben wir 850 Aussteller bei uns, die repräsentieren 80 verschiedene Länder, Reisedestinationen. Spanien ist ja seit Jahren beliebtestes Auslandsziel der Deutschen. Unsere spanischen Partner haben eben als Kernziel zu sagen, bitte, es gibt noch mehr als die Küsten und die Inseln und schaut euch das an. Die Reisen Hamburg bietet dem Besucher den Duft der großen, weiten Welt. Gehen Sie auf Kreuzfahrt und nutzen Sie die Angebote von 17 Kreuzfahrtreedereien. Die Vielfältigkeit der Kreuzfahrt ist ja enorm gewachsen. Es gibt ja heute fast für jedes Portemonnaie und für jeden Geschmack schon das richtige Kreuzfahrtschiff. Und ich denke, da ist auch eine Messe wie diese, die sich dann mit Kreuzfahrt intensiver beschäftigt, durchaus sehr geeignet, sich diese Informationen zu holen. Ich denke schon, dass diese Messe einen erheblichen Stellenwert hat und mit der Positionierung, die man jetzt auch heute vorgestellt hat, nach vorne eine gute Zukunft. Im Bereich Caravaning bietet die Messe alles. Vom einfachen Zelt bis zum Wohnmobil der Luxusklasse. Die Reisen Hamburg offeriert die komplette Bandbreite. Auf der Reisen Hamburg im Caravaning-Bereich erwarten den Besucher tolle Attraktionen. Zum einen natürlich die Fahrzeuge, die schon an sich eine Attraktion sind, aber darüber hinaus auch eine Sondershow, Camping by Night. Die Atmosphäre wird erlebbar gemacht. 70 Jahre VW Bulli wird hier auf der Messe thematisiert und gefeiert. Ganz viele Emotionen verbunden damit. Also gerade im Wohnwagenbereich, der Wohnwagen ist liegt in der Natur der Sache, ohne Motor ist schon mal etwas günstiger vom Einstiegspreis her. Im Reisemobilbereich ist der Einstiegsbereich so um die 40.000 Euro schon etwas teurer. Aber auch hier findet man für jeden Geldbeutel eigentlich das Passende. Der Besucher fühlt sich auf der Messe wie an seinem ersten Urlaubstag. Er kann auf Radreise in Asien oder auf Fotosafari in Afrika gehen. Die Reisen Hamburg, ein ganz besonderes Erlebnis. Wir haben gerade das Thema Reisefotografie in den Fokus genommen, weil ja nun doch jeder Erinnerungen mitnehmen möchte. Und hier werden von Profis Tipps gegeben, wie kann ich die richtig und toll in Szene setzen. Die Vielfalt von Urlaub darzustellen ist ganz wichtig. Wir haben in den letzten Jahren eine hohe Individualisierung von Angeboten. Das heißt, für jeden soll etwas dabei sein. Vom Fahrradfahren über die Kulinarik, regionale Küche, die Hotelangebote, neue Ideen, wie man Urlaub machen kann im Gesundheitswesen. Wellnessbereich, Kulturangebote, all das spielt für die Reisenden eine große Rolle und deswegen muss eine solche Messe auch ein solches Spektrum abbilden. Getreu dem Motto der 40. Reisen Hamburg, träum nicht davon, komm vorbei, erwartet die Messe noch bis zum 12. Februar 2017 zahlreiche Gäste.